Schönen guten Abend, Rolf Bergbauer und Ingo Roller. Hallo. Wir haben uns hier getroffen im Rahmen der Podiumsdiskussion Ethik in der Technik, die Rolle des Menschen im Zeitalter der Digitalisierung. Und um das mal kurz zu sagen, ihr seid eigentlich die, auf die es ankommt. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Ja, Rolf Bergbauer, ich bin ehrenamtlicher Geschäftsführer des VDE Rhein-Main. Unter anderem Honorarprofessor für autonome Systeme und ich bin noch Mitarbeiter bei der Max-Planck-Gesellschaft und habe dort auch ein Spezialforschungsgebiet. Ja, das heißt also, du bist ein nicht nur kompetenter Gast heute Abend gewesen, sondern du hast auch eine Menge Leute mobilisiert. Wir haben hier 50 Gäste gehabt, ja, die heute Abend 2 Stunden lang wirklich kräftig diskutiert haben. Und Ingo, du warst einer von denen, die eine Frage gestellt haben. Was war dein Anliegen heute Abend? Also mein Name ist Ingo Roller. Ich bin Student der TU Darmstadt. Ich habe Elektrotechnik studiert im Bachelor und studiere jetzt Elektrotechnik im Master auf Lehramt. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit über die Geschichte des elektrischen Netzes. Und mich hat Ethik interessiert in der Technik. Also ich weiß da schon, also nur nicht so viel darüber. Und ja, deswegen bin ich heute Abend hier, um mir meine Meinung zu bilden. Und jetzt in Bezug auf meine Frage, ich hatte die Frage gestellt in der Diskussion, ob man nicht eine ethische Programmierung umgehen kann, sondern eine technische Programmierung wählt. Zum Beispiel, wenn ein Auto auf 2 Personen zufährt und das Auto kann nicht mehr bremsen und muss eine Entscheidung treffen, ob es jetzt die Person auf der linken Seite oder auf der rechten Seite überfährt, gab es in der Diskussion die Überlegung, ja, dass das Auto abwägt, was das für Personen sind. Und ich hatte den Vorschlag gebracht, dass man vielleicht keine ethische Entscheidung trifft, sondern eine technische. Okay. Also links oder rechts. Das wollen wir heute Abend nicht diskutieren, das heißt jetzt nicht mehr, sondern vielmehr, wir wollen weitermachen. Ich glaube, das, was hier deutlich wird, der VDE hat ein Gesicht. Wir wollen viele neue, junge Menschen mit in unsere Reihen kriegen. Das ist auch eins der Anliegen, was ihr als Bezirksverein Rhein-Main habt. Das greifen wir auf. Das wird durch Wissen geerdet und wird im wahrsten Sinne hier in den offenen Diskurs gebracht. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir bleiben dran.